Hallöchen, meine Bärchen, und herzlich willkommen bei einem weiteren Part mit The Walking Dead. Viele Vorbereitungen haben wir in den letzten Folgen gemacht. Ich bin gespannt, wann wir denn endlich mal auf Lillys Truppe treffen. Oder ob wir eigenständig Wir rausgehen. kontrollieren die Mauern? Ja, von da oben. Die beste Aussicht. Bereit zum Klettern? Sieht gefährlich aus. Was ist gefährlicher als Beißer? Oder die Rostlaube, die du fährst? Stimmt. Du bist kein feiges Huhn, oder? Nein. Da fallen mir Chicken Nuggets ein. Erinnerst du dich noch? Ich Nicht kann wirklich. nur Ich schon. geradeaus Die und nicht gab's nach bei uns hinten. sonntags. Oma hatte nach der Kirche und vorm Bibelkreis keine Zeit zum Kochen. Deshalb Fast Food. Mann, für ein Nugget würde ich ein Auge hergeben. Wirklich? Denke schon. Ja. Können wir da rausgucken? Okay, dann nicht. Oh, wow. Stacheldraht, Fallen, Waffen, alles, was wir geplant haben. Das haben wir dir zu verdanken. Du hast es möglich gemacht. Gerne, denke ich. Du hältst heute Abend Wache, oder? Ja, AJ und ich. Hast du vorher Zeit zum Abhängen? Klar. Denke schon. Boah, der sieht ja cool aus. Wow, echt schön. Manchmal brauche ich meine Ruhe, etwas Abstand von den anderen. Clem, ja? Du kamst wegen der Medizin zurück, wegen AJ. Aber dann hättet ihr gehen können. Das hätte dir den Mist mit den Plünderern erspart. Warum bist du hier? Tut mir leid, wenn ich zu direkt bin. Du musst nicht antworten. Weil Jeder du hat so hier seine bist, wäre eine Gründe. coole Antwort. Das ist mein Zuhause. Ich hatte schon lange keins mehr. AJ kennt sowas gar nicht. Das ist das erste Mal, dass er ein Zuhause hat. Das ist schön. Kennst du irgendwelche Sternbilder? Nee, du? Ich habe in der Schule welche gelernt und dann vergessen. Oh. Erfinden wir welche. Komm mal her. Hier kann man sitzen, ohne dass man abstürzt. Ist es nicht so, dass jeder ein besonderes Sternzeichen hat? Das bestimmt den Charakter. Das ist Astrologie, nicht Astronomie. Scheiß drauf, wir bestimmen das selbst. Regeln, Zeichen, Eigenschaften. Weiß eh kein Schwein mehr, wie es früher war. Okay, los geht's. Da, siehst du? Ein Fisch. Wo? Ah, da. So, jetzt braucht er einen Charakter. Klug, hübsch, ein geselliger Typ, hat immer viel Energie. Ja, aber das für Fisch? jemand, den wir kennen? Das mit der Energie ist leicht. Geselliger Typ, dagegen nicht. Klingt nach AJ. Ich drehe mich um und er ist da. Will immer meine Aufmerksamkeit. Dafür liebe ich ihn. Langsam lernt er, mit Leuten umzugehen. Das machst du echt gut. Weiter. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ein Messer. Da oben. Direkt über deinem Kopf. Ja, die sind alle über meinem Kopf. Wo ist der Fisch hin?
Schwert. Nee, kann ich das nicht nehmen? Warte mal, kann ich dich wieder wegpacken? Nee, okay. Okay. Super, das ist leicht. Klug, sauber, brutal, zuverlässig. Jemand, der dir den Rücken stärkt. Lässt sich nichts gefallen, kriegt Zeug gebacken. Das klingt nach dir. Ah, das gefällt mir. Ja. Okay, einmal noch. Da ist ein Vogel. Ein echter Vogel? Nein, aus Sternen. Gut, dass sie dabei immer ein bisschen aufleuchten. Das ist mir beim Fisch gar nicht aufgefallen. Ein Vogel ist frei. Er kann fliegen, wohin er will. Weiter und weiter, ohne zurückzukommen. Nach Süden, Osten, Westen, ganz egal. Man könnte in den Sonnenuntergang fliegen und sehen, wo er endet. Ich wäre gern ein Vogel. Vielleicht lernen wir irgendwann gemeinsam zu fliegen. Entschuldige, oh. Ich wollte nicht so viel reden. Irgendwie süß. Ich musste nur oft mit ansehen, wie Leute gehen. Familie, Freunde. Sie kommen nie wieder. Aber du kamst wieder. Und jetzt kann ich's mir ohne dich nicht mehr vorstellen. Oh. Oh Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, wollen wir Freunde bleiben? Oder wollen wir Gefühle für sie sagen? Oh mein Gott, ich wusste, dass irgendwann so eine Stelle kommt. Aber ich hätte nicht jetzt schon gedacht. Ah, das ist ja so cool. Oh, was machen wir denn da jetzt? Ich weiß es nicht. Echt bescheuert, wenn man es laut sagt. Ich denke oder hoffe, wir sind nicht nur Freunde. Und ich will... Können wir da nichts machen? Oh, können wir nichts machen oder müssen wir... Ah! Verdammt. Sehr romantisch. Also, verdammt. Yes! Cool. Verdammt. Wird wohl Zeit, dass du Wache schiebst. Bereit? Ja. Bereit, wenn du es bist. Oh, da bin ich ja gespannt, wie das mit den beiden weitergeht, ne? Oh mein Gott. Oh, ich freue mich. Das ist schön. Ich bin mir gerade auch gar nicht mal sicher, in welcher Folge sind wir denn gerade? Wir sind in der zweiten Episode. Ich bin noch gespannt, wie lange das denn noch geht. Himmel, Himmel. Randale. Die Plünderer. Der Typ. Er wird bei ihnen sein. Abel. Ja. Deine Albträume. Sie drehen sich alle um ihn, oder? Ja.
Ich hasse das verfickte Kackarschloch. Verdammt nochmal. Oh, hallo. Wow. Das war jetzt Mann. Schon übertrieben, oder? Tu ich aber. Ja, ich weiß. Versuch an was anderes zu denken. Zähl die Monster, die du siehst. So viel wie sonst auch. 3, 4. Es ist okay, wenn Abel dir Angst macht, AJ. Du kannst damit umgehen. Da draußen sind 10 Monster. Er macht mir keine Angst. Aber wenn er herkommt, gehört er mir. Alles klar? Ich bringe ihn um. Okay? AJ, mir gefällt nicht, wie du redest. Töten ist nie leicht oder spaßig. Tu nicht so, als ob. Als Meinst ob, du, weil ich wegen Malen gut sein soll? Ich meine, dass du Töten immer ernst nehmen musst. Wichtige Lektion. Ich hoffe, er merkt sich das. Jetzt sind es 12. Und wenn wir Schere, Stein, Papier spielen? Oh. Worüber? Wenn ich gewinne, darf ich Abel zuerst angreifen. Ich schaffe das, Clem. Bitte. Ich nehme das nicht auf die leichte Schulter. Ja, okay. Wirklich? 2 von 3 Runden, du Nase. Und dabei bleibt's. Dabei bleibt's. Du Nase. Halt dich bereit. Okay, 1, okay. Fangen wir 2 mit Stein an. Stein. Ja, auch. Okay. War nix. Nochmal. 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 1, 2 Schere. Schere. Ha. Erwischt. Nochmal. 1, 2 Stein. Stein. Ah. Erwischt. Nochmal. Letzte Runde. 1, 2 Papier. Auch Papier. War nix. Nochmal. Nochmal. 1, 2 Wenn er jetzt nochmal Papier nimmt... Schere. Ah, warum nimmt er denn nochmal Papier? Gewonnen. Damit ist es erledigt, okay? Okay. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob das für ihn auch okay ist. Clem, ich sehe was. Kein Weißer? Hier, guck mal. Ist das vielleicht James? Das ist kein Weißer. Gute Arbeit, AJ. Komm, wir müssen Bescheid sagen. Ich habe aber nicht gesehen, wer das genau war. Er hat sich auf jeden Fall durch die Gegend geschlichen. Aber ich habe auch ehrlich gesagt auf den anderen Beißer geschaut, der gerade irgendwas gegessen hat. ja, ich hätte gerne noch ein bisschen länger hingeschaut. Vor allem, der war ja noch nicht mal aus dem Bild raus. Schwierig. Sind sie endlich da? Ja. Pass auf. Warum dich war auf. Sie aus. Warum ist sie so aus dem Ort? Was? Wir sind bereit. Sie haben noch mindestens 4 weitere Leute. Alle bewaffnet. Und Karren, um Leute mitzunehmen. Oh nein. Arschlöcher. Ich glaub's nicht, sie sind hier. Wenn sie reinkommen, lock ich sie hinter mir her. Dann haben Willy und Mitch Zeit, die Bombe zu legen. Ich leg sie unter die Karren. Das passt. Ich schwör's. Wenn sie reinkommen, fallen wir zurück. Zum Verwaltungsgebäude. Genau. Zu unseren Fallen. Der Stamm ist bereit. Ich hab ihn 2-mal gecheckt. 3-mal. Sehr gut. So. Warum seid ihr alle außer Puste? Du hast sie ja schon mal besiegt. Mehr oder weniger. Louis, Schnauze. Egal was passiert. Pass auf. Verdammt! Verdammte Scheiße! Nein! Scheiße! Oh, warum springen jetzt alle wieder? Von wo kommen sie? Oma, ich mach das. Versteck dich! Los, AJ. Oh, die haben Molotovs. Oh,
Hast viel Zeit. Geh! Shift Q, Shift Q, Shift Q. Da sind sie. Eins, zwei, drei, vier. Ist okay. Beweg dich nicht und sei leise. Was zur Hölle ist das? Ganz ruhig. Da ist noch ein Fünfter. Die meinen es wohl ernst. Verteilt euch. Gut verteilt, würde ich mal sagen. Nicht. Lily! Wenn du dich bewegst, schieß ich! So weit wird's nicht kommen! Da ist doch jemand. Okay. Wo sind unsere Rekruten? Das sind nicht eure! Durchsucht den Hof. Schießt auf Clementine, falls sie sich bewegt. Wir finden sie, Clementine. Und dann holen wir sie. Und dich. Und ich glaube, du willst mich nicht töten. Wie du im Wald nicht sterben wolltest. Klappe! Du hast zu viel Schiss, oder? Du bist anders. Ich bin erwachsen. Das sehe ich. Mann, du bist genau wie er. Lee wäre am Boden zerstört, weil er bei dir alles falsch gemacht hat. Sprich nicht über Lee. Das kleine süße Mädel, das er beschützt hat, entpuppt sich als Biest. Du hast recht, Lily. Ich bin genau wie er. Wenn er mich sehen könnte, wäre er stolz auf mich. Weil du nicht aufgibst, wenn's aussichtslos ist? Ja, weil ich zurückkämpfe. Da haben sich all seine Opfer sicher gelohnt. Hau ab! Jemand hilft mir sicher, die anderen zu finden, auch wenn du dich zierst. Hier haben wir schon mal Leute rekrutiert. Entführt wohl eher. Minnie wollte heute mitkommen und dir sagen, wie ihr unser Leben gefällt. Wie glücklich sie ist. Sie meinte, sie hätte hier eine Freundin. Freunde, die ihr fehlen. Ein Typ, der sie immer zum Lachen gebracht hat. Immer. Und ihr kleiner Bruder. Er fehlt ihr am meisten. Scheiße. Nein! Wo sind sie? Ich bring dich zu ihnen. Kann nicht. Bring sie zurück. Bitte. Hör nicht auf sie, Ten. Du weißt, dass sie lügt. Sie hat dir deine Schwestern genommen. Sie ist schuld. Sehr gut. Wir sollten den Sniper da wegschießen. Ten. Oh mein Gott! Oh, schieß doch! Mit! Nein! Schieß doch, solange du Zeit hast! Nehmt die anderen mit! Ich hätte jetzt an drei, mindestens drei Situationen schon längst schießen können.
Und dann wären davon nur noch zwei übrig. Zwei, drei. Okay, gut. Ich bin gespannt, wie viele überleben werden von uns, wie viele von den Erwachsenen überleben werden. Das schauen wir uns aber in der nächsten Woche an. Habt ihr jetzt noch ein wunderschönes Wochenende? Und dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.